meisten essen die Leute Brötchen und Käse. Genau, richtig, super. Ganz kurz, wir stellen da die viertgrößte Wirtschaft in Deutschland mit einem Umsatz von 170 Milliarden und 560.000 Beschäftigten. Wir haben einen Exportanteil von 60 Milliarden, zeigt, dass wir erstklassige Lebensmittel herstellen und dass wir diese erstklassigen Lebensmittel exportieren können und dass wir ein ganz hohes Qualitätsniveau haben und ein sehr gutes Preisniveau. Das zeichnet unsere Branche aus und wir freuen uns heute ganz besonders, dass Frau Dr. Merkel unseren Stand besucht. Das ist die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie, die die gesamte Ernährungsindustrie in Deutschland abbildet, dann in Partnerschaft auch mit der Landwirtschaft und mit dem Handel. Das stellen wir insgesamt dar. Die Ernährungswirtschaft hat insgesamt Beschäftigte 4,6 Millionen, ist damit der größte Arbeitgeber in Deutschland. Ich darf weitergehen. Dankeschön. Ja, was möchten Sie uns sagen? Vielen Dank, Herr Abraham. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, mein Name ist Torben Haas. Wir haben verschiedene Rohkaffees und Röstkaffees mitgebracht und möchten anhand dieser verschiedenen Muster einmal darstellen, welche Qualitätskontrollen wir durchführen. Jeder Prozessschritt, die Rohware, die Röstbohne und die Mahlware, beinhaltet mindestens eine Qualitätskontrolle. Über 10.000 verschiedene Proben kontrollieren wir pro Jahr, dass das Endprodukt sicher letztendlich beim Verbraucher ankommt. Ich darf Ihnen mal eine Schale Rohkaffee reichen, denn diese Qualitätskontrolle können wir jetzt direkt durchführen. Wenn Sie vielleicht mal riechen möchten, Rohkaffee riecht frisch, leicht grasig. Wichtig ist hier, dass kein Fremdgeruch festgestellt wird. Wir haben die Chance, hier ganz viele verschiedene Kaffees zu riechen. Dann kommt der Röstkaffee und hier riechen Sie den angenehmen Duft des Röstkaffees. Vielleicht möchte jeder mal eine Schale nehmen. Wir haben genügend Schalen. Vielleicht möchte jeder mal eine Schale nehmen, sodass wir mal gemeinsam vielleicht diese Kontrolle durchführen können. Das ist eine Geruchskontrolle, ja? Genau, hier. Der ist hier verbrannt. Nein, es sind teilweise dunklere Bohnen, aber das ist... Aber aus welchen Ländern kommt in Deutschland der Kaffee hauptsächlich? Wir haben hier die wichtigsten Länder aufgebaut, Brasilien, ungewaschene Arabica, Äthiopien als Mutterland des Kaffees und Kolumbien für gewaschenen Arabica und Vietnam als Haupterzeugerland für Robusta. Also das sind auch so die größten Produzenten. Hamburg ist ja der größte Kaffeeröster der Welt, ne? Hamburg ist der Hafen in Deutschland, wo der meiste Kaffee angelandet wird, genau.